Oh, da greift mich was an, okay. Irim hat Goma gedingst. Dann brauche ich irgendwie Pfeil und Bogen. Gut. Dann rennen wir mal los und holen Goma. Das passiert in letzter Zeit immer öfters, oder? Dass ich irgendwie den Boss besiege von einem Level und dann kommt irgendwie ein neues Monster und macht hier Ärger. Naja, egal. Oh, da liegt noch eine Waffe. Das ist ja faszinierend. Schieß mal. Hast gut gemacht. Das ist meine Begrüßung für dich. Es hat gesessen. Und nochmal das Ganze. Dann ist ein Schwachpunkt auch freigelegt. Ich habe so ein bisschen abgezogen. Zack. Und Finale? Yo. Oh, das war super sauber, würde ich mal so sagen. Also quasi ein One-Hit-Kill. Nur, dass es irgendwie nicht ein Treffer war, sondern 100. Aber wenigstens in einem Zug. Und es reicht für einen A-Rang echt jetzt? Oh Gott, bin ich gut. Gut, ich habe die Mission ja auch nur zweimal spielen müssen, ne? Wo waren wir? Boomerang und so, ne? Ja. Ocarina of Time, wirklich schade. Ich fand ihn dort auch extrem cool, auch dadurch, dass man halt Gegner anvisieren konnte, was es ja vorher in Zelda-Spielen nicht gab. Und dann konnte man den Boomerang werfen und der fliegt in einem wunderbaren Bogen auf den Gegner zu und trifft den so oder so, egal was er macht und egal was ihr in der Zwischenzeit macht. Das ist ja auch wichtig, ne? Also ihr könnt euch frei bewegen, ohne dass der Boomerang irgendwie sein Ziel dann verfehlen würde oder so. Und er war auf die Art eben wieder schneller als der Enterhaken, auch wenn der Enterhaken letzten Endes wieder den gleichen Effekt so ziemlich hatte, weitgehend. Midna, ich bin stolz auf dich, das hast du verdammt gut gemacht. Wirklich verdammt gut. Oh, da war ich mit der Zeit aber echt hart an der Grenze. Egal, wir haben einen A-Rang, wir haben Floß, wir haben irgendwelche Waffen, eine Scheißwaffe für Midna, okay. Für Link haben wir unglaublich viel Waffen. Dieses Edelschwert ist doch so sinnlos, das brauche ich doch nie wieder. Ja, da haben wir noch einen 150er Baller, das auch weg, einen 88er, einen 165er. Oh, okay, das ist zugegebenermaßen stärker als mein Masterschwert, aber ja, das war's dann auch schon. Ist egal. Ja, so weiter. Wie war's denn in Majora's Mask? War der Boomerang da von Bedeutung? Hatte man den Boomerang da überhaupt? Ich kann mich gerade gar nicht erinnern. Ich habe die alten Karte Floß erhalten. Sehr schön, darauf hatte ich's abgesehen. Dann holen wir uns jetzt noch da oben die Bomben und dann holen wir uns noch den Charakter hier, ne? Das wäre Girahim. Jo, wäre eine gute Idee. Klingt nach einem Plan. Muss ich suchen? Nö, ich muss nicht suchen. Gut. Besiege alle Riesenmonster in der vorgegebenen Zeit. Stufe 8. Begrenzt auf niemanden. Das heißt, ein Job für Link. Weil Link am schnellsten ist. Tatsache, immer noch. Er hat auch mittlerweile Stufe 99. Guckt euch das an. Hey, ich erreiche tatsächlich die 100. Super. Irgendwann jedenfalls. Ja, Majora's Mask. Ich weiß nicht mehr, ob es den Boomerang dort gab. Wenn ja, dann habe ich ihn total verdrängt, also war er wahrscheinlich nicht wirklich wichtig. Traurig. Wind Waker habe ich nicht gespielt, aber in Wind Waker ist alles unnötig, was man hat, also ist es egal. Twilight Princess, wie war es denn Twilight Princess? Da gab es den Boomerang, da war es der Sturmboomerang. Das war das erste Mal, wo er mir wirklich richtig überflüssig vorkam. Was dumm ist, ne? Weil ausgerechnet der Sturmboomerang war ja so konzipiert, dass man mit ihm verschiedene Rätsel lösen kann. Ich finde das schön, dass das nicht geklappt hat. Ich wollte dich eigentlich füttern. Und ich kann nicht mehr ballern. Verdammt. Naja, machen wir es auf die althergebrachte Art. Das klappt auch so. Bum, bum, bum. Die Kombo ist echt super effektiv, um Schwachpunkt freizulegen. Nur ist es noch effektiver, wenn wir schießen können. Also wenn ich den zusätzlichen Schaden durch die Schüsse habe, dann bringt die Kombo noch viel mehr. Okay, du bist erledigt? Ja, du bist erledigt. Gib mir ein Herz. Dankeschön. Genau das, was ich brauche. Ein Transportsoldat. Hallo, Transportsoldat. Schuss hat der Transportsoldat. Gib mir irgendwas Gutes. Dankeschön. Damit kann ich den King Dodongo, wenn es einer ist, ganz schnell ausschalten, wenn er irgendwo da auf dem Feld rumläuft. Ein Herz. Na toll. Ach, das ist Girahim, der hier rumläuft. Oh, nee, es ist nicht nur Girahim. Und Girahim ist verdammt schwach. Muss ich mal so feststellen. Kein Problem weniger. Weg hier. Hat nicht getroffen. Hat nicht getroffen. Hat nicht getroffen. Rat mal, wer jetzt umfällt und tot ist. Beim nächsten Mal reiße ich dich in Stücke. Klitzekleine Stücke. Beim nächsten Mal reiße ich mich in Stücke. Das ist gut, ja. Reiß dich mal selbst in Stücke. Ja, Twilight Princess. Der Sturmboomerang hatte theoretisch einen Zweck, den er erfüllen sollte, aber das hat nicht funktioniert, meiner Meinung nach, weil
er war sonst im Spiel für nichts gut. Man konnte Windräder damit antreiben und ja, ansonsten war er nutzlos. Das ist traurig. So, Waffe, mehr Waffe und Mission erfolgreich so nebenbei, ne? Endlich ist es vorbei. Ich bin froh, dass du nicht verletzt bist, Link. Endlich ist es vorbei, ja. Hat noch keine 2 Minuten gedauert, aber okay. Endlich vorbei. Man merkt, dass das noch eine Mission relativ nah am Anfang ist, oder? Dann sind die irgendwie leichter. Oder das war jetzt reiner Zufall, aber egal. Wie vorher gesagt, mit Link ist das eine Sache von 2 Minuten oder so. Schön. Gibt einen A-Rang, natürlich, weil ich verdammt gut war, wie immer. Ich krieg die Bomben und Lana kriegt ein Buch und Impa kriegt eine Waffe und Sheik kriegt eine Waffe. Alle kriegen Waffen, nur irgendwie nichts wirklich Gutes. Wasserbonus und Erfahrung Plus, dann hebe ich dich auf, weil Erfahrung Plus kannst du sicher gut brauchen. Das hier ist Schrott. Ich muss mal wirklich ein bisschen was von dem Zeug verkaufen. Das hier kommt weg. Nee, kommt weg. Komm, scheiß drauf. Alles unter 195 wird weggeschmissen. Außer das Erfahrung Plus, das behalten wir. Okay, wir haben 2 mit Erfahrung Plus. Dann kommt das andere weg. Ja, tut mir leid. Weg damit. Schön. Was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung, weiß man nicht. Ja, wie war es denn eigentlich in Skyward Sword? Gab es da den Boomerang? Wenn ja, warum? Ich habe Skyward Sword nur einmal gespielt und das ist jetzt ewig her. Wahnsinn, ne? Ich habe alles vergessen. Okay, wir gehen jetzt nicht zu Giran, wir holen uns ein Kraftarmband mit Fei. Verheerende Treffermission mit Fei. Okay, das schaffen wir. Gegen Verbannte. Das könnte übel werden. Naja, egal. Kriegen wir schon hin. Das Gute an den Missionen ist, die gehen schnell und man braucht keine gute Waffe dafür. Wobei Fei jetzt eigentlich eine gute Waffe haben müsste. Ich weiß nicht, warum ich die 88er ausgewählt habe, aber er müsste eine bessere Waffe haben. Er, sie oder es. Ist ja auch egal. Ja Mensch, seht ihr mal, ich vergesse alles. Ich habe wirklich gar kein Gedächtnis mehr. Ich meine, wenn ich Skyward Sword spielen würde, würde ich irgendwann an einem bestimmten Punkt bestimmt sagen, ah ja, hier braucht man einen Boomerang oder so. Wow. Okay, in dich will ich nicht reinrennen. Ich würde dich gerne anvisieren, aber das funktioniert nicht. Ich schieße dich tot. Habe ich schon mal ein Problem weniger, weil du bist mir später garantiert im Weg, wenn ich hier durch muss. Könnte ich drauf wetten. Dich schießen wir auch tot. Okay, dich schießen wir natürlich auch tot. Würde ich mal jetzt keine Ausnahme oder so. Außer, dass ich 3 Pfeile für dich brauche, wo ich mit einem fertig sein könnte. Oh, das hat nicht geklappt. Ich wollte eigentlich schon bis zum Ziel ankommen. Bitte trefft mich nicht. Das läuft alles gerade nicht wie geplant, aber immerhin bin ich noch nicht getroffen. Also es ist okay, denke ich mal. Ach du Scheiße, es hätte auch wirklich tierisch ins Auge gehen können. Und da ist wieder eine Dekorania. Ich liebe es. Hey, so kann man das auch machen. Nur so, um es mal festgestellt zu haben. Wollte ich nicht. Und es hat mich getroffen. Ich kann es nicht fassen. Also, während ich den Gegner totgeschlagen habe, hat er mich noch getroffen. Ich bin scheintot. Ich brauche Lebensenergie. Aran kann ich vergessen. Ich hätte das von vornherein anders angehen sollen. Ich hätte nicht versuchen sollen, mit dieser ich flieg auf euch zu Attacke irgendwas zu reißen. Das funktioniert sowieso nie. Weil sie immer mit der Reichweite ein bisschen zu kurz ist. Und nochmal das Ganze. Kein Risiko eingehen. Ja, ich weiß, ich krieg keinen A-Rang mehr, aber vielleicht kriege ich wenigstens irgendwie die Mission fertig. Das wäre ja schon ein Anfang. Hallo, ihr lieben Verbannten. Ich versuche euch mal hier mitzutreffen. Einen treffe ich auf jeden Fall, das ist klar. Wäre aber cool, wenn ich alle treffen würde. Ob ich den hinter mir getroffen habe, weiß man nicht. Scheinbar schon. Okay, das ist gut. Dann auf an die Front. Fragezeichen. Ja, gehen wir mal zu dir. Ich tanze euch zu Tode. Findet ihr das nicht auch so toll? Also, ich meine, genital, ja, toll. Ein Special. Das habe ich jetzt gebraucht. Zack, zack, zack und Abflug. Bumm. So kann man seine Specials auch schnell aufladen. Mit Feist ist wirklich kein Problem. Kein Risiko eingehen. Was ist das? Kannst du mich damit treffen, theoretisch? 3 auf 1 Streich. Und 73 KOs so nebenbei. Weil es halt so. Wie viele noch? Ah, okay. Kein mehr. Alles in Ordnung. Passt schon. Feindliche Hauptleute besiegt. Mein Glückwunsch.
an mich selbst. Denn ich bin doof. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich doof bin, liegt bei 100%. Hui! Ach, Fei, ich mag dich nicht. Ja, auch mit der Tanzerei, ich kann dich nicht leiden. Das ist dumm gelaufen, ne? Der eine Treffer, der hätte nicht sein müssen. Hätte ich mich nicht auf diese blöde Ich-flieg-auf-euch-zu-Taktik versteift, hätte ich meinen A-Rang und hätte dann ein Herzteil gekriegt. Wir könnten die Mission jetzt nochmal machen, weil sie dauert eh nur 2 bis 3 Minuten, haben wir ja gerade gesehen. Aber andererseits kann ich das auch offscreen machen, weil das ist für euch jetzt auch nicht wirklich interessant, wenn ich jetzt hier die Mission noch 20 Mal spiele, bis ich einen A-Rang habe oder so. Wobei das auch beim nächsten Mal klappen könnte, aber es könnte auch 20 Mal nicht klappen, ne? So, wir müssen Girahim suchen hier. Oh. Ich kann mich nicht erinnern, welcher Busch hier gefällt werden muss. Also, Kompass, tu deinen Job. Ah, der da oben. Erinnere mich trotzdem kein Stück dran. Hau weg die Scheiße. Ich meine, den Busch. Die Busch. Hau weg die Busch. Okay. Busch erledigt. Und jetzt können wir hier durch einen Sieg ohne weitere Bedingungen Girahim freispielen. Wir können für einen Charakter, den wir noch nicht haben, ein Herz finden. Wir können irgendwie für Darunia ein Herzteil finden. Und wir können Skulltulas finden. Ich habe keine Lust mit Darunia zu spielen. Mit dem Charakter, den ich noch nicht habe, habe ich auch keine Lust zu spielen. Und ich habe vergessen zu lesen, was da als Missionsziel steht. Aber das ist ja auch egal, nebensächlich. Wir machen das mit Link. Weil mit Links... genau. Link macht das mit Links und das geht kurz und schmerzlos. Was war jetzt eigentlich die Mission? Ich habe es nicht gelesen. Es ist ein bisschen dämlich. Sollte man vorher drüber nachdenken, ne? Oh, komm schon, Ladedings. Mach mal schneller. Ich werde noch alt und grau hier. Ich habe doch noch so viel vor heute und ich wollte eigentlich nicht den Rest des Tages im Ladebildschirm verbringen. Das sieht schlimm aus. Hallo, Hauptmann vom Vorposten. Ich bin erfüllt von der Macht der Göttin. Dies ist ein gutes Gefühl, wenn du das sagst. Bitte schieß nicht auf mich, Geist, weil dann kann ich nicht mehr schießen und das wäre sehr unvorteilhaft für mich. Ich sag doch, mit Link geht das schnell. Die anderen Truppen, was? Nee, die Flucht der anderen Truppen, da. Nun, wir zwei werden viel Spaß miteinander haben. Hey, von mir aus. Zu welchen Truppen gehörst du eigentlich, Girahim? Mal so dumm gefragt. Ist ja auch völlig egal. Ich schalte euch eh alle aus, egal zu welchen Truppen ihr gehört. Ah, da ist der Geist und der Geist ist tot, so eine Sau. Schön. Der macht mir schon mal keinen Ärger. Und hier musst du irgendwo genau das rumrennen. Wieder einer weniger. Und habe ich irgendein Ziel? Die anderen Truppen Schildmoblins stärker werden. Das ist schlecht. Schildmoblins stärker werden ist ganz schlecht. Sau dumme Idee von euch, Leute. Wahrscheinlich meine Schuld, aber ist egal. Stoßtruppen in einem von meinen Gebieten. Das finde ich nie in Ordnung. Wo ist eigentlich mein Hauptquartier? Oh, scheiße, mein Hauptquartier wird angegriffen. Warum sagt mir das eigentlich wieder mal keiner? Stoßtruppe stirbt. Der Hyruler Hauptmann ist in Gefahr. Ja, das ist schön für den Hyruler Hauptmann. Ich kann mich nicht drum kümmern, weil ich habe ein Hauptquartier, das es fallen könnte. Weil da Stahlmeister und wahrscheinlich Schildmoblins und alles Mögliche angreift. Und das ist schlecht für mich. Hör auf, meine Leute wegzuhauen. Die sind zwar nutzlos, ich weiß, aber das ist kein Grund, sie wegzuballern. Na, eigentlich schon, aber wenn das jemand macht, dann mach ich das, okay? Ich glaube, wir haben uns verstanden. Mehr geht nicht. Unfähiger Mistkerl. Okay, Mission erfolgreich? Was war denn meine Mission? Den Stallmeister zu erledigen? Ja, scheinbar. Der Stallmeister wurde besiegt. Besiege die feindlichen Truppen. Und es kommen schon wieder irgendwie neue Verstärkungen. Das ist schön. Doch, toll von euch. Gebt mir ruhig keine Minute Verschnaufpause oder sonst was. Truppen von Gierung würden durch Frost nach Schanger. Oh Mann, ey. Feindliche Hauptquartier wurde geöffnet. Welches? Unten das? Okay. Der Frostnachtschwärmer frustelt. Der Stahlmeister rückt als nächstes in Richtung Hauptquartier vor. Und der kommt von unten. Das ist okay. Wenn sie von unten kommen, dann brauchen sie lange und dann kann ich sie abfangen. Sehr schön. Festung gehört mir. Oh, oben greifen sie auch an. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Alles auf einmal. Fei, halt mal die Stellung für einen Moment. Ich vertraue dir die Festung, also das Hauptquartier, für ungefähr 2 Minuten an.
Ich hoffe, das ist nicht der größte Fehler meines Lebens, aber ich befürchte schon. Wolltest du mir irgendwas sagen, blöder Geist? Gut gemacht, Link. Okay, jetzt kann ich mich um die Stoßtruppen kümmern. Da liegt ein Material, das will ich haben. Eine Waffe. Kein Material. Irgendwie sagt ihr auch ständig, zumindest was die Materialien angeht, die müsste ich nicht einsammeln. Ne? Also die würde ich am Ende der Mission sowieso kriegen. Aber ich traue der Sache nicht. Wer ist denn da am Sterben? Ah, ein Hauptmann. Wäre kein großer Verlust gewesen, aber okay. Oh, ich habe euch erledigt, ohne dass ihr mich getroffen habt. Was sagt ihr dazu? Ich bin nur froh, dass wir rechtzeitig da waren. Ja, genau. Rechtzeitig, um einen nutzlosen Hauptmann zu retten. Aber das ist okay, dafür gibt es irgendwann eine Medaille, ne, wenn man genug Verbündete gerettet hat, irgendwann. Achso, die sind jetzt gerade alle verschwunden, die Gegner. Nein, mein Weg. Oben werde ich angegriffen. Ach, wollt ihr jetzt mein Gebiet zurückerobern, das ich gerade eben erobert habe? Hätte ich das gewusst, hätte ich es doch ausgeschaltet. Ich habe noch überlegt, soll ich da jetzt weiter nach oben laufen und die Typen ausschalten? Oder ignoriere ich die, weil die sowieso nichts machen? Jetzt weiß ich es besser. Oh, und hier sind Stoßtruppen, na toll. Wie können hier überhaupt Stoßtruppen sein? Ich habe doch hier einen Vorposten. Sind die vom Hauptquartier bis hierher schon gelaufen? Naja, ist ja egal. Die Stoßtruppen sind erledigt. Und das Gebiet hier ist noch nicht erobert. Das heißt, ich erobere das jetzt. Naja, das Hauptquartier ist offen. Ja, ich habe es gegriffen, aber... So, ich hoffe für euch, dass ihr den Rest allein schafft. Diese null Gegner, die noch hier sind. Oh, es sind doch noch zwei. Drei. Jetzt aber nicht mehr. So. Und links werde ich schon wieder angegriffen. Ach, ich komme nicht dazu, irgendwas Sinnvolles zu machen, weil ich da dauernd meine Gebiete verteidigen muss. So ein Scheiß. Was liegt denn hier? Mach einen Power-Boomerang. Ich habe nur irgendwie den Schild von dem Soldaten leuchten gesehen und habe gedacht, hey, was ist das? Da liegt was Rundes, Leuchtendes. Was ist das? Dabei war das wirklich der Schild, den er in der Hand hatte. Naja, passiert. Hör mal auf zu zaubern. Du könntest mich damit nämlich versehentlich treffen. Und wenn du mich damit versehentlich triffst, dann kann ich nicht mehr irgendwie Laserstrahlen der Verderbung, des Verderbens, des Todes, was auch immer, schießen. Und das würde ich dir wirklich übel nehmen, wenn ich das nicht mehr könnte. Ich glaube, wir haben uns verstanden, oder? Das nehme ich mal als ja. Also wenn ihr das Gebiet hier erobern wollt, dann müsst ihr euch schon ein bisschen mehr anstrengen. Zumindest solange ich noch da bin. Vorrücken! Ich sagte vorhin, oh, da kommt schon wieder ein neuer Stoßtrupp. Schön. Den kann ich dann gleich mal abfangen. Eure Tür ist auf. Ist eine schlechte Idee. Bin ich ganz in eurer Nähe. Nein, du triffst mich nicht damit. Gut. Ich glaube, er hat kapiert. Und nochmal das Ganze. Bevor ihr noch auf die Idee kommt, mich zu treffen. Oh, eine Skulptur ist aufgetaucht. Die müsste ganz in meiner Nähe sein, oder? Ich weiß, dass man hier oben irgendwann eine Skulptur war. Heute nicht. Skulltula, wo bist du? Da war für einen Moment die Musik weg. Also sind da drüben, oder? Ja, hier muss es sein. Musik ist weg. Und zufälligerweise geht es auch nicht mehr weiter. Ach, das ist ja. Ich bin blind. Auf beiden Augen. Das ist schlecht. Ich habe eine Brille und bin trotzdem noch blind. Oh Mann. Traurig, traurig. Stirb. Oh, und die Roten rücken vor. Hm. Egal, das muss jetzt für 2 Sekunden auch so klappen. Irgendein Hauptmann ist ein Bedrängnis. Ja, ich kann es nicht ändern, Hauptmann. Für eine Sekunde musst du jetzt mal durchhalten oder du wirst halt vertrieben, ist mir auch egal. Aber hier ist ein Hauptquartier, das unbedingt von mir erobert werden will. Warum hältst du so viel aus? Würdest du dann bitte mal über den Jordan gehen? Du machst so, als würde ich überhaupt keinen Schaden machen. Weißt du, ich mache über 600 Schaden mit einem Treffer und treffe dich durchgehend, ohne dass du blockst. Und du machst so, als würde dir das gar nichts ausmachen. Das finde ich nicht in Ordnung. Es wäre schön, wenn mich jemand retten käme. Wo zum Geier, was ist los, Lana? Wo bist du eigentlich? Ich glaube, Lana ist schon geflohen. Ja, dann ist er halt geflohen. Habe ich das Hauptquartier echt eingenommen? War das der Boss hier? Naja, meinetwegen. Müsste dann die gelbe Armee nicht komplett besiegt sein dadurch? Ich meine, hallo, ihr Gebiet ist erobert. Okay, in einer der Festungen erscheint... Was? Oh Leute, das geht mir zu schnell. Ein Teil der anderen Truppen rückt vor.
Hallo Stoßtrupp. Wo kommst du eigentlich schon wieder her? Wie könnt ihr überhaupt noch einen Stoßtrupp haben? Wo soll der entstanden sein? Ihr habt nur noch ein Gebiet, das übrig ist. In eurem Hauptquartier ist der Stoßtrupp garantiert nicht entstanden. Das gibt's nämlich nicht mehr. Und ich war die ganze Zeit dort. Und... Oh, da braucht jemand Hilfe. Wer ist denn das? Irgendein normaler Hauptmann. Okay, damit kann ich leben. Verdammt, Girahim, das war eine ganz dumme Idee von dir. Das war echt eine ganz dumme Idee. Ah, du bist es. Wenn es dir nichts ausmacht, werde ich ernst machen. Ich mache auch gleich ernst, Kollege. Kannst einen drauf lassen. Du hast mich geschädigt und deshalb kann ich nicht mehr schießen, also muss ich dich jetzt mit Specials zuspammen. Ich hoffe, das macht dir nichts aus. Ich habe so den Eindruck, als würdest du nicht mehr lange durchhalten, Girahim. War ein scheiß dummer Fehler irgendwie, mir meine Fähigkeit zu schießen wegzunehmen, ne? Merkst du jetzt selber, war dumm. Annelisa hat ergeben, dass die Schlacht gewonnen wurde. Echt jetzt? Das war mein Ziel? Ich musste nur Girahim jetzt noch besiegen? Das hat mich jetzt total überfordert, weil hätte ich das gewusst, hätte ich auch versucht, andere Gebiete zu erobern. Ach nee, ich kann ja kein Herzteil kriegen, ist ja klar. Okay, dann kann ich mir das auch sparen. Ist was dran. Okay, alles in Ordnung, bin zufrieden. Hat auch nur 8 Minuten oder so gedauert, glaube ich. Puh. Okay, voller Erfolg. Auch wenn es tierisch nervig war, voller Erfolg. A-Rang, wir kriegen nichts. Naruto kriegt eine dumme Waffe. Link kriegt viele dumme Waffen. Impa kriegt auch eine dumme Waffe. Wir kriegen Girahims Schärpe, das ist schön. Und wir haben Skulltula gekillt. Stimmt, wir haben eine Skulltula gekillt. Und Darunia hat mittlerweile wenigstens ein dreiviertelstes Gesicht und ein Auge. Ab sofort kannst du auch als Girahim spielen. Sehr schön. Und Waffe erhalten, Dämonenschwert. Das ist auch schön. Ich kann jetzt Girahim spielen, was mir ziemlich egal ist. Aber okay. Ihr seht auch, es sind keine Items mehr hier zum Abgrasen da. Ne? Hier ist jetzt mal nochmal eine Kerze erschienen, aber ansonsten habe ich alles abgegrast, wo ich nur konnte. Und ja, ist ein bisschen doof, wenn man versuchen will, Items zu farmen. Aber ich war an sich fleißig. Ich habe wirklich viel, viel Zeug wieder gesammelt, viele Gebiete erobert und so weiter und so fort. Und hier muss ich was für Sheik suchen, oder wie? Ich glaube, ich muss nicht wirklich suchen. Gib mir mal einen von den 5 Eispfeilen. Ja, bitte freischießen. Ja, also ich meine, ich verbrauche ja ständig Items, ne? Ich verbrauche ständig Eispfeile und Lyras und Bomben und Kompasse und alles mögliche, Kerzen. Und trotzdem habe ich immer noch einigermaßen was davon. Auf Lager quasi. Also muss ich ja irgendwas gemacht haben. Besiege alle Riesenmonster in der vorgegebenen Zeit. Begrenzt auf niemanden, aber für Sheik gäbe es hier ein Herz. Ich habe ein Herz für Sheik und Sheik hat irgendwie eine niedrige Stufe. 50, yay. Hast du eine Waffe? 195, das ist wahrscheinlich die beste, die ich habe, ne?